Ja, moin, hier ist Chris, Victoria Pater Spiele. Es ist Freitag. Wochenende, Journal steht an. Natürlich wieder einiges, oder Gott sei Dank wieder einiges passiert, worüber es sich wirklich lohnt, hier zu berichten an dieser Stelle. Und in dem Sinne geht's jetzt auch direkt los. Und wir fangen an mit Alban VR Games. Es ist ja immer so ein bisschen so die Zeit, wo er ankündigt, was er macht. Im letzten Jahr war es Tramways und dann gab's, läuft ja auch noch über Liefe, über Kickstarter, auch die Erweiterung für Tramways, die auch bald ausgeliefert werden müsste oder schon ausgeliefert worden ist. Das weiß ich nicht hundertprozentig, da ich da nicht dabei stecke bei den Erweiterungen, aber es ist ein Foto oder ein Bild von ihm getwittert worden für neues Cover Artwork, und zwar für Card City XL. Card City, ein älteres Stadtbauspiel, das er ja schon vor einiger Zeit rausgebracht hat. Jetzt also in der XL-Variante. Mehr Infos habe ich zurzeit noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, denn die letzten Male Tramway, Small City, die letzten also Spiele von Alban VR fand ich alle doch ziemlich gelungen, und ja, schauen wir mal, was das nächste bringt. Ja, und dann eine Meldung für alle zu spät gekommenen oder noch unentschlossenen oder Leute, die sich später überlegt haben, vielleicht erst Gloomhaven. Gloomhaven Second Edition sozusagen kommt über Kickstarter. Es soll im April schon starten. Das weiß ich nicht, ob es klappt, aber so wurde es über Boardgamegeek im Forum vom Verlag dargestellt. Das Ganze, wie gesagt, leicht überarbeitet mit überarbeiteten Regeln, also praktisch Errata wohl eingearbeitet in die Regeln, und es gibt für Lebenspunkte gibt es so, ja, Rädchen, ne? Wie man sie vom Herrn der Ringe zum LCG zum Beispiel kennt oder auch von anderen Spielen, also einfach Räder, um die Lebenspunkte einzustellen. Klingt erstmal so ganz gut. Ja, wir selbst sind immer noch unentschlossen, ob wir mitbacken werden. Schauen wir mal. Ja, beim heidelbeer.de gehört ja inzwischen alles zusammen, Asmodee, heidelbeer.de, aber auf dieser Seite heidelbeer.de ist verlinkt eine Errata und eine FAQ zu Willen des Wahnsinns Second Edition. Ab sofort steht das Ganze zum Download bereit. Finde ich immer eine sehr gute Sache, wenn sowas direkt gleich verfügbar gemacht wird. Und gleich der zweite Link, auch auf derselben Homepage, ist ein Referenzhandbuch und so eine Ablaufsübersicht für XCOM. XCOM war ja lange Zeit nicht erhältlich, jetzt wieder erhältlich. Und das sind zwei Sachen, die also im Spiel nicht enthalten sind, die man sich also per Download da nachbesorgen kann. Und die wohl auch, also ich habe XCOM, wie gesagt, noch nie gespielt, aber die wohl für das Spiel doch relativ nützlich sein sollten. Ja, an gleicher Stelle angekündigt, noch ohne Quartalsangabe, aber es wird kommen auf Deutsch, ist Nebel über Walskür im Herz des Schreckens. Also eine Erweiterung, die auch einen ähnlichen Umfang haben wird wie das Grundspiel, denn sie ist sowohl Standalone spielbar als auch als Erweiterung zu Nebel über Walskür. Kennt ihr vielleicht, großes Kartenspiel, Fantasy-Kartenspiel, bei dem jede Charakterklasse ein eigenes Deck hat, die man weiter verfolgen kann. Man spielt kooperativ man spielt kooperativ sozusagen gegen das Spiel. Das Ganze ist so eine Mischung so im Rollen-, Brettspiel-, Kartenspielbereich. Auf jeden Fall relativ komplex und immer einen Blick wert. Ja, dann gab es in dieser Woche zwei interessante Meldungen von Pegasus. Und zwar lässt Pegasus gleich zwei alte Traditionen wieder aufleben, die sie sowohl selber schon betrieben haben, als auch die aus anderen Verlagen bekannt sind. Und die eine wird sogar noch ein bisschen erweitert, da komme ich dann gleich als zweites zu. Das eine ist die gute alte Tradition der Romane für Fantasy-Rollenspiele, überhaupt für Rollenspiele. Und so erscheinen in Kürze da zwei Romane zum Shadowrun-Rollenspiel. Und ich fand das immer eine sehr praktische Sache, so wenn man als Spielleiter einfach noch mehr Hintergrundwissen braucht oder Ideen braucht für Szenarien, ist das super. Auch für Spieler ist das eine tolle Sache, um einfach sich noch ein bisschen weiter in die Welt so reinzufinden. Alles spitze, finde ich schön, dass das weitergeht einfach. Ja, die zweite Meldung von Pegasus umfasst Spielebücher. Mehr oder weniger Spielebücher, aber es sind Spiele-Comics dieses Mal. Spielebücher kennen wir vielleicht von früher, Einsamer Wolf oder Hexenmeister vom Flammenden Berg. Das waren also diese Art Solo-Abenteuer, wie es sie auch für einige Rollenspielsysteme gibt, wo man eben einen Abschnitt liest und dann entscheidet, wie es weitergeht und an der Stelle weiterblättert. Hat Pegasus selber auch schon mal gemacht. Spielebücher zum Thema Geborgenes Land ist schon einige Jahre her, dass die auf dem Markt waren. Nun ist es so, dass Spiele-Comics kommen. Und da kommen direkt zwei, bei denen die Spieler eben entscheiden, wie die Story weiter verläuft. Das eine ist Ritter und beinhaltet so dieses klassische Abenteuer-Gruppen-Szenario. Und das zweite ist Sherlock Holmes
Und worum es da geht, brauchen wir uns ja eigentlich nicht zu unterhalten. Ich finde es auf jeden Fall super spannend und freue mich riesig auf die beiden Comics. Ja, die nächste Verlagsmeldung kommt von Portal Games, beziehungsweise hier Portal Games Deutschland. Und die sind ihrer Zeit ein bisschen voraus und kündigen schon für 2018 das nächste große Spiel an. Wobei natürlich 2017 auch noch einiges erscheinen wird. Aber 2018 wird kommen Detective Modern Crime Game. Ein Spiel für 1 bis 5 Spieler, das in 5 Szenarien unterteilt ist, die man aber wiederum zu einer Kampagne verbinden kann. Und diese Kampagne wiederum ist App-gestützt. Der App-gestützt ist, kann man eigentlich so nicht sagen, aber auf jeden Fall wird es eine App geben zu dem Spiel. Und diese App fungiert quasi als Datenbank. Also wenn man sich so einen klassischen Krimi anguckt, zum Beispiel, wo dann die Ermittler im Netz recherchieren gehen und Datenbanken abrufen, Akten anfordern, Sachen recherchieren, Aussagen überprüfen. Also man kann wohl Aussagen überprüfen, die im Spiel gemacht werden über Ereignisse im Zweiten Weltkrieg, soll man dann über diese App praktisch zu Wikipedia gehen können und die Korrektheit dieser Aussagen überprüfen. Also klingt alles sehr gut. Ignacy Trevicek sagte dazu, das wäre so ein Stilmittel vom Theater, das Durchbrechen der vierten Wand, wo also eben die Spieler nicht die Ermittler spielen, sondern zu den Ermittlern werden. Ich bin riesig gespannt und hätte jetzt gerne 2018 und das Spiel. Auf Kickstarter läuft gerade ein Spiel namens Dinosaur Island. Und wenn man sich von der, also gar nicht mal von der Grafik, aber von der Farbgebung so ein bisschen erholt hat, dann steckt dahinter eigentlich ein sehr komplexes Worker-Placement-Spiel mit Wirtschaftselementen, bei dem es eben darum geht, einen Dinosaurierpark zu eröffnen mit echten Dinosauriern. Das kennen wir alles aus Film und Fernsehen. Und zwar forscht man an der DNA, man klont Dinosaurier, man überlegt sich, was für Dinosaurier sollen in den Park, was für Attraktionen sollen da rein, macht man es eher gefährlich und hat ein paar Raptoren da, die aber auch wieder abhauen können und Gäste fressen können, oder hat man da die ruhigen Pflanzenfresser, wobei der Park dann aber das Action-Level nicht ganz so hoch reißt. Also was ist da wohl drin in dem Spiel? Sieht, wie gesagt, die Grafik fand ich auf den ersten Blick ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ansonsten, das Spiel, das dahinter steckt, könnte doch sehr vielversprechend sein. Ja, auch sehr interessant auf Kickstarter gerade per Kampagne ist Tribes Early Civilizations vom Designer von Nations. Nations the Dice Game hat er auch gemacht. Also alter Hase. Und auch hier wieder das Zivilisationsthema, also Civ Game. Und zwar begleiten wir hier einen Stamm, mehr oder weniger, durch Steinzeit, Eisenzeit, Bronzezeit. Man betreibt Ressourcenmanagement, muss seinen Stamm natürlich irgendwie durchbringen, ernähren. Man entwickelt Technologien. Ja, und das Ganze auf einer relativ schnell fassbaren Komplexitätsebene, die aber viele Möglichkeiten nach rechts und links bietet, sage ich einfach mal. Man hat natürlich ein Tech-Tree, natürlich alles nicht bis irgendwie ins Raketenzeitalter, sondern vielleicht bis zum Rad oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit es letztendlich gehen wird. Auf jeden Fall auf Kickstarter die ersten Bilder und so sind interessant. Zum Zeitpunkt, dass ich das letzte Mal geguckt habe, gestern, war es noch nicht gefundet. Aber es läuft auch noch ein bisschen. Ja, dann hat Cool Mini or Not in dieser Woche bekannt gegeben, dass sie ein neues Lizenzprodukt auf den Markt bringen, nämlich A Song of Ice and Fire, und zwar als Tabletop-Spiel. Kein Brettspiel, Tabletop. Game of Thrones, ja, nichts Geringeres. Die Grundbox, da gibt's auch Fotos und beinhaltet Lannister und Stark als Fraktion, die aber sicherlich auch, das kennt man von den üblichen Tabletop-Spielen, auch noch ausbaufähig sind, und da wird auch sicherlich einiges kommen. Es werden auch neue Fraktionen kommen, davon ist auszugehen. Gerade Game of Thrones bietet da ja einiges an Potenzial. Ja, dann kommen wir zu den Comics beim Splitter Verlag. Da hatten wir Anfang des Monats berichtet von einem Comic, der auch diesen Monat erscheint, am Sensei von DiGiorgio. Und dieser Comic ist angesiedelt im alten China. Nun, und in diesem Zug habe ich auch erwähnt, einen Comic vom gleichen Autor namens Samurai. Und nun erscheint auch in diesem Monat, oder ist erschienen, ein Sammelband von Samurai, der Band 1 bis 3 enthält. Eine Story im feudalen Japan zur Zeit der Samurais. Es geht um Verschwörung, es geht um Ehre, es geht um Drama, allerdings auch um Japan-Action im Eastern-Look. Von daher bestimmt allemal für Fans dieser Gattung einen Blick wert. Ja, dann wird wieder veröffentlicht bei Panini
in den nächsten Tagen Batman, der Weg ins Niemandsland. Und zwar Band 1. Das ist ein Comic, den gab es so in dieser Zusammenstellung eben noch nicht. Aber es ist eine Heftserie, die ist so 10 bis 15 Jahre alt. Also im Batman-Universum ein riesen Crossover. Begann mit Das Beben, da ist letztes Jahr eine Sammelband auf Deutsch erschienen. Jetzt Der Weg ins Niemandsland, Band 1. Einen zweiten wird es wahrscheinlich auch noch geben. Ich meine, das sind zwei insgesamt. Und dann wird es wahrscheinlich Niemandsland eben auch geben. So ist es in den USA auch aufgeteilt, das Ganze. Eine Storyline, die sich eben vom großen Beben in Gotham City bis über Weg ins Niemandsland, bis zum Niemandsland, also der Erklärung der Region Gotham, zum Niemandsland erstreckt. Und die durch sämtliche Serien im Batman-Universum ging. Riesiger, dicker Band. Auf jeden Fall für Fans, Batman-Fans, die später gekommen sind, diese Storyline, die damals beim Dino-Verlag erschienen ist, zum Teil auch nicht komplett, noch nicht gelesen haben, bestimmt ein gefundenes Fressen, würde ich sagen. Ja, und da sind wir auch schon wieder am Ende. Das war das Journal für diese Woche. Ich hoffe, es war wieder einigermaßen informativ für euch. Es waren Meldungen dabei, von denen ihr vielleicht noch nicht wusstet und die ihr hier jetzt beschaffen konntet. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über den Daumen. Wir freuen uns, wenn ihr ein Abo schaltet, wenn ihr noch keins habt. Und am meisten freuen wir uns immer über Kommentare, auf die wir dann immer zeitnah, so schnell wie möglich antworten. Es gibt uns mal so 1-2 Tage, aber eine Antwort bekommt ihr auf alle Fälle. Fragen, Anmerkungen, konstruktive Kritik, alles gerne genommen. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende, viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Vielleicht sehen wir uns an dieser Stelle nochmal die Tage. Bis dahin, besten Dank und tschüss.